Mich haben einige gefragt, wie ich es geschafft habe, mein eigenes Avatar bzw. Logo an die Start- und Zielpunkte im Autodrive-Mod zu setzen. Es ist eigentlich kein Hexenwerk. Zu erklären ist es immer ein bisschen schwer. Deswegen habe ich für euch einfach dieses Video mal bereitgestellt und schaut es euch einfach mal in Ruhe an, ob es für euch was ist. Denn die Icons zu ändern hat doch ein bisschen Charme für uns als Spieler. Wir bekommen was Neues rein. Wir können auch unsere Lieblingstraktorenmarken einbauen. Aber auch für Streamer und Let's Player, die hier vielleicht ihr eigenes Logo einfach mal einbauen, hat das sicherlich auch Charme, damit in den Streams und in den Kommentaren der eine oder andere mehr Interaktionen daraus erfolgt. Es ist sogar möglich, eigene Bilder eigentlich komplett einzufügen, zum Beispiel von eurer Lieblingskatze oder von eurem geliebten Partner, vielleicht auch ein Bild von der Map, die ihr bespielt. Wie gesagt, ganz easy, und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Eine gute Vorbereitung ist alles, und klar, wir werden natürlich auch einen kleineren Eingriff in dem Mod vornehmen. Deswegen zeige ich auch euch, wie ich das mache, um mir einfach auch die Originale beibehalten zu können. Ich lege mir prinzipiell immer einen eigenen Ordner an, den ich mir dann öffne, hier jetzt genannt habe als Autodrive eigenes Logo. Dies dient meiner Arbeitsoberfläche, um besser arbeiten zu können. Ich erstelle darin einen Ordner Original. Hier kommt die Original-Mod-Datei rein. Und die Mod-Datei, die kopiere ich mir nochmal zusätzlich auch hier wieder auf meine geplante Oberfläche. In diesem Punkt geht ihr jetzt auch sicherlich direkt her und holt euch auch die aktuellste Version. Die habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ebenso auch natürlich das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm GIMP. Dort findet ihr auch den Download-Link. Der Vorteil dieser Herangehensweise ist natürlich auch, wenn ein Update des Mods kommt, könnt ihr diesen einfach herunterladen und jetzt zum Beispiel in diesem Fall bei Autodrive euch auch hier wieder reinlegen, und ihr könnt euch dann nachher in einem Zug eigentlich die geänderten Bilddateien direkt wieder in den Mod-Ordner packen und bei euch in das Spiel einladen. Wir werden zwei Icons erstellen gemeinsam. Einmal, wo ihr seht, es kann relativ easy sein, und im zweiten, wo man vielleicht das eine oder andere doch noch ein bisschen anpassen muss. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr Bildmaterial habt. Idealerweise liegt es im Format PNG vor. Hier habt ihr den Vorteil, dass weiße Hintergründe automatisch entfernt werden. Ihr habt ein bisschen durchsichtigeres Logo. Wenn ihr Formate nehmt, wo das weiße Bild drin ist, das habt ihr dann nachher auch in eurem Icon drin. Ihr könnt natürlich auch JPEGs, also JPG-Dateien benutzen. Und wir schneiden das auch passend zu. Achtet trotzdem darauf, dass die Bildgröße relativ proportional stimmen, also die Länge und die Höhe des Bildes relativ identisch sind. Wenn ihr ein arg langes Bild habt, wo drüber eigentlich nichts groß zur Verfügung steht, dann macht es euch nachher im Spiel sonst einfach relativ klein. Jetzt geht es an die einzelnen Schritte. Ich öffne meinen Autodrive-Mod-Ordner. Ich habe den Vorteil, auf meinem System ist es so eingestellt, dass die ZIP-Dateien ich nicht erst entpacken muss, um alles zu erledigen und nachher wieder zu verpacken. Ich kann direkt hier draufklicken, und wenn ihr dann nachher drin seid, klickt ihr oben auf den Ordner Drawing. Das ist der Ordner, den wir benötigen. In diesem Ordner findet ihr die drei Dateien, die beginnen mit Marker-Devus. Eine zweite mit zusätzlich Unterstrich 2 und eine dritte zusätzlich mit Unterstrich 3. Diese drei kopieren wir uns jetzt, machen einen Rechtsklick und kopieren diese uns auf unser Desktop in meinem Fall. Ihr seht, dann gehe ich hier wieder in meinen Arbeitsbereich zurück, damit ich nachher die Bilder zur Verfügung habe. Auf der linken Seite seht ihr auch, mir zeigt es auch die Bilder an. Oben das Icon, das gelbe, Mario Hirschfelds Logo, das ja der Modder eingebaut hat. Die sind ja sehr gut befreundet. Dann auch von Holger sein Logo, also vom Modder selber. Und die drei kann man ja im Spiel auswählen.
Wir gehen jetzt her, überschreiben diese. Ich hoffe, Mutter und Mario sehen es mir nach. Aber vielleicht ist es auch ein Anreiz an den Mutter, vielleicht noch ein viertes, fünftes, sechstes Divus zu erstellen, wo User dann selber ihre Bilder einfügen können. Öffnen wir nun unser Bildbearbeitungsprogramm GIMP. Je nachdem, ob ihr es frisch installiert habt oder schon damit gearbeitet habt, sieht mit Sicherheit die Benutzeroberfläche ein bisschen anders aus. Schaut, dass ihr einfach auf dieses Bild kommt. Ihr braucht nicht groß was ändern. Das bekommen wir relativ easy in. Ich gehe oben auf die Leiste des Programms, halte mit der linken Maustaste fest, um es ein bisschen zu verschieben. Das ist so meine Arbeitsweise, um an verschiedene Dinge ranzukommen. Wir ziehen uns jetzt einmal die ersten Datei ein und zwar einfach mit Linksklick festhalten, in die Benutzeroberfläche ziehen. Es öffnet sich ein Pop-up. In der Regel ist es mit drei Xen schon angekreuzt, was nötig ist. Bestätigt einfach mit OK. Ich halte das GIMP-Programm wieder fest und ziehe mir mein Bild rein, das ich nachher als Icon verwenden möchte. Und siehe da, es ist da. Ich passe mir jetzt natürlich meine Arbeitsoberfläche an die Größe an. Und das ist auch der Regelfall. Euer Bild ist jetzt entweder zu groß oder zu klein, passt nicht genau in die Grundproportionen. Ihr findet oben in der Leiste die Originalbildgröße, das sind die 1024, wie die Datei gespeichert war. Und auf diese Größe sollte man wieder kommen. Aktuell müsste auch euer Bild selber markiert sein. Ihr seht es rechts im ebenen Bereich, muss so ein weißes Fenster über eurem Bild sein. Wenn nicht, klickt einmal drauf. Und dann geht er oben in der Leiste auf Ebene, Ebene skalieren und passt sie an. Ihr seht jetzt hier die Größe eures Bildes. Wenn jetzt die Proportionen nicht rechteckig sind, achtet einfach darauf, dass ihr die längste Seite, die zur Verfügung steht im Grundbild, hier dann praktisch benutzt. Achtet darauf, dass hier dieses Kettensymbol auf geschlossen ist, denn wenn ihr jetzt die Grundgröße von 1024 eintippt, setzt es auch die Höhe proportional dazu, euer Bild wird also nicht verzerrt. Skalieren, voilà, ist auf der passenden Größe. Das Grundbild wollen wir jetzt natürlich hinten verschwinden lassen und gehen dazu wieder rechts unten in den Ebenenbereich, klicken das untere Bild an, damit ist dieses markiert. Drücken entweder die Entfernen-Taste und Enter oder ganz rechts unten einmal das X. Und das müssen wir auch mit diesen anderen kleinen Unterbildern machen. Hierzu wieder draufklicken, X, wenn es markiert ist, X und löscht euch so diese Bilder raus. Wenn ihr einen Fehler macht, könnt ihr auch die String-Taste gedrückt halten, ein Z dazu und euer letzter Vorgang, den ihr falsch gemacht habt, führt auch wieder zurück. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Datei speichern. Hierzu gehen wir links oben auf Datei, suchen uns marker-divus.dds überschreiben, klicken darauf und schon ist es passiert. Hier x ich mir das Bild raus, ich brauche es nicht mehr, Änderung verwerfen und ach, schau drauf, auf dem Desktop ist es jetzt hinterlegt mit dem GIMP-Logo. Es zeigt mir jetzt nicht aktuell die Bilder an, aber es passt. Bearbeiten wir nun die zweite. Ihr könnt auch noch eine dritte dann nachher nehmen, das ist kein Ding. Überlegt euch, welches ihr nehmen wollt. Ich nehme jetzt mal das vom Mutter. Ja, ziehe es mir hier rein, bestätige auf OK. Das Grundbild ist wieder da und jetzt möchte ich das Bild meiner geliebten Katze hier einfügen. Füge es ein und ihr seht, aha, das haut hinten und vorne gar nicht hin. Ich arbeite jetzt hier wieder meine Arbeitsfläche in groß und gucke links nach dem Reiter mit dem Pfeil nach oben, unten, links, rechts. Wenn ich das hier markiere und auf dem Bild mich bewege, ihr müsst aber immer auf dem Bild sein, kann ich schon mal ein bisschen verschieben. Sieht immer noch nicht so prickelnd aus, auch der Rand ist da ein bisschen komisch. Deswegen gehe ich einfach mal her und gucke, ob ich die Katze hier in der Größe anpacke. Deswegen gehe ich hier auf Ebene, skalieren und vergrößere mir das Bild einfach mal ein bisschen. Ich gehe jetzt mal hier Höhe 2000, skalieren, ziehe mir die Katze wieder ein bisschen passender rein. Ja, sieht schon gar nicht schlecht aus, aber leider nicht in der Mitte fotografiert. Auch kein Problem. Ich gehe oben auf den Reiter mit dem Viereck-Symbol, aktiviere das.
halt einmal Link fest außerhalb des Bildes und tu mir mal grob meine Katze. Ich gehe jetzt also her und schneide mir einfach die Katze zurecht. So, hier halte ich diesen, schieb's mir zurecht und weiter oben, dass die Proportionen im Bild dann nachher sind. So, ich drücke die Taste String, halte die fest, drücke in C, halte die String-Taste gedrückt, drücke in V. Und so habe ich ein neues Bild wieder eingefügt, was ich ausgeschnitten habe. Gehe auf die rechte Seite, rechtsklick und suche mir hier den Reiter zur neuen Ebene. Unten lösche ich mir die Bilder raus wieder, auch die anderen, die davor sind, wie im vorigen Schritt. Nehme mir wieder mein Pfeilsymbol oben, unten, links, rechts und lege mir einfach die Katze hier zum Beispiel in die Mitte rein. Voilà, fertig. Datei, markerdivus3.dds überschreiben, schließen, Änderung verwerfen und GIMP kann ich jetzt auch schließen. Ich habe jetzt nun die Bilddateien, die ich möchte. Ich öffne mir wieder meine Autodrive Kopie, gehe in den Bereich Drawing, markiere mir diese drei auf der linken Seite bearbeiteten Bilddateien, Rechtsklick, Kopieren und dann hier in diesem Ordner Rechtsklick einfügen. Wie gesagt, bei mir verpackt das alles automatisch. Wenn nicht, müsstet ihr ja, wie gesagt, vorher entpacken und dann nachher, wenn ihr fertig seid, wieder zippen. Er fragt mich natürlich, kopieren und ersetzen, kopieren und ersetzen, kopieren und ersetzen. Jetzt gehe ich zurück, schnapp mir meinen Autodrive, kopieren, gehe in meinen Mods-Ordner, Farming Simulator. Wichtig dabei natürlich das Programm geschlossen halten, also den Farming Simulator. Achtet natürlich darauf, dass ihr es nicht in eine ZIP-Datei reinpackt. Hier auf Rechtsklick einfügen, er ist ja schon einmal drin. Datei ersetzen, schließen, voilà, und ihr seid fertig. Und jetzt gehen wir ins Spiel und schauen uns nochmal das Katzenfoto an. Und hier sind wir nun wieder und wir sehen, klar, mein Avatar hat funktioniert. Umzuschalten auf die anderen Bilder ist relativ easy. Ihr klickt euch im Autodrive auf das Zahnrad-Symbol, geht im linken Bereich auf das Gesicht und ihr findet hier unten den Bereich Logo Personalisierung. Autodrive ist dieses ohne eine Zahl dran. Hirschfeld ist das Logo mit der Endung 2. Das haben wir jetzt auch nicht geändert. Wenn ihr es geändert hättet, hättet ihr schon ein anderes Bild. Und was wir geändert haben, ist im Holger sein Logo, wieder auf Anwenden, Anschauen und voilà, wir haben das Katzenbild. Ihr seht jetzt auch schon aktuell, klar, die Proportionen auch hier verschieben sich wieder ein bisschen, aber es ist trotzdem relativ gut gelungen. Spielt einfach ein bisschen damit, arbeitet mit dem GIMP, es ist gar nicht so schwer, ihr habt ja eine Sicherungskopie. Ansonsten würde ich mich freuen, wer streamt oder live streamt oder Let's Plays macht und ihr habt es auch euch eingebaut, schreibt mir doch gerne in den Kommentaren den Link zu eurem Video dazu. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich finde es eigentlich geil, auch immer ein bisschen mit dem Landwirtschaftssimulator ein bisschen rum zu experimentieren. Habt Spaß, macht's gut, euer Jack.